Hallo, ja, ich hatte es ja versprochen, dass ich ein kleines Special mache, wenn ich 20 Abonnenten habe. Inzwischen sind es, also es sind 23 und davon sind zwei gesperrt worden. Das einmal, keine Ahnung, wer war es eigentlich? Naja, erstmal, Rosa Thales 93, der mich nochmal neu abonniert hat, deswegen zähle ich ihn als einen Abonnenten. Da ist er gerade jetzt. Danke für den Hintergrund, danke fürs Profilbild. Er hat mich eines Tages mal angeschrieben, ey, ich habe hier ein Profilbild für dich gemacht. Ich dachte mir, boah, der ist ja geil. Den mag ich. Dann hat er mir noch den Hintergrund gemacht und dann war er hier, ne? So, ne? Ne, Alter. Ich mag dich, ne? Alter. Und dann hier, die da wurde auch noch gesperrt. Der, die das. Hier. Da. Konto wurde gesperrt. Jo, was soll ich hier machen? Ich habe mir überlegt, was ich machen will. Ich wollte nichts Aufwendiges machen, weil ich da keine Lust dazu hatte und irgendwas zu labern ist auch langweilig. Also labere ich nicht irgendwas, sondern irgendwas über mich, sondern wie ich zum Let's Playen gekommen bin. Das interessiert wahrscheinlich keinen von euch, aber das ist mir relativ egal. Aber erstmal wollte ich ein bisschen Musik hören, denn warum nicht, ne? Was nehmen wir denn? Hintergrundmusik, da Mother 1. The End hier, das Ende-Ding, ja. Ich hoffe mal, das ist nicht so laut. Ich habe extra ganz leise gemacht. Und, naja, wenigstens. Ich glaube, man hört es ein bisschen. Wenn nicht, dann auch egal. Ist ja nicht so das Wichtigste hier. Also, wie ich zum Let's Play gekommen bin. Also, alles fing damit an, dass das Mirko, den ich abonniert hatte, angefangen hat, Let's Plays zu machen. Und, ja, das fand ich so ganz lustig von ihm. Inzwischen habe ich ihn nicht mehr abonniert, weil ich ihn einfach nur noch nervig finde. Immer wieder das gleiche, der gleiche nervige Gelaberzeug und sowas. Aber naja, man muss es erstmal besser machen. Ich kann es nicht besser machen, meins ist noch langweiliger. Heißt nicht, dass er schlecht ist, also guckt mir euch ruhig mal an. Ich denke aber, jeder sollte ihn kennen und was er Let's Plays macht, sollte auch jeder wissen. Dann ging alles weiter. Also ich habe mir von ihm ein bisschen was angeguckt, fand so ganz okay, auch mal so zwischendurch angucken und so. Dann kam die Zeit, als ich mir meine Xbox 360 gekauft habe mit Fable 2. Da habe ich mir so angeguckt, also habe ich mal gegoogelt, nee, nicht gegoogelt, geYouTubed nach Fable 2. Und da habe ich gesehen, ah, da ist jemand, der ein Let's Play dazu macht. Let's Plays kennst du erst doch von Das Mirko gesehen. Gucken wir uns mal an. Und das war natürlich CK, der das gemacht hatte. Für die, die ihn nicht kennen, abonnieren. Aber ich denke mal, das ist so der deutsche Let's Player mit dem meisten Abonnenten. Jetzt, ich glaube so, keine Ahnung, wie viel hat denn der? Wir können ja mal einfach gucken, wie viele Abonnenten hat CK. Da ist CK. Da, wie viel hat der? 7611, ja, das geht aber gar nicht. Ich hoffe, dass ich nicht so viele bekomme, weil dann geht irgendwie die Nähe zu den Zuschauern verloren. Und wenn man so wenig hat, dann weiß man, ah ja, da gibt es welche, denen das gefällt und so. Und ja, das finde ich ganz okay. Und zur Notfall kann man auch mal Kontakt zu ihnen aufnehmen. Und wenn ich hier den ganzen Tag mit Fragen zugespammt werde, nein, danke. Aber ich schweife ab. Also, ich habe mir von ihm alles angeguckt gehabt. Da dachte ich mir, ja, gefällt mir. Ich will mehr davon. Dann hatte ich mich nach den anderen Let's Playern erkundigt, so was CK so abonniert hatte, habe ich den Funk gefunden, glaube ich, erst. Und ja, habe ich mir von ihm alles so angeguckt, fand ich ganz cool. Funk ist super, seine Stimme ist toll, meine ist langweilig, ich weiß nicht, was wir so hören. Aber egal. Ich mach weiter. Und dann habe ich so Alligator, der meiner Meinung nach beste Let's Player, deutsche Let's Player von allen, weil einfach super. Keine Ahnung wieso. Und durch ihn habe ich die Mother-Serie wiederentdeckt. Ich habe damals Mother 2 gespielt gehabt und das ist dann so ziemlich in der Versenkung versunken in meinen Gedanken. Versenkung versunken, heißt das so? Keine Ahnung, mir auch egal. Ja, durch ihn habe ich das so wiederentdeckt und seine Sprüche und sowas, alles top, alles super. Und da natürlich habe ich, weil ich das dann auch öfters mal geguckt habe, so eine Let's Plays, irgendwann auch mehr auf neue Let's Player getroffen, so. Und da habe ich gesehen, die meisten alle so, ja, abonniert mich, Alter, ich will, dass ihr mich abonniert mich alle und sowas. What? Meine Schwester macht komische Geräusche da draußen, okay. Aber ich glaube, ihr habt das nicht gehört. Ja, und ich dachte, ich habe so mit dem Gedanken gespielt, da schon selbst anzufangen. Und ja,
Ich war nicht so, also ich dachte mir, willst du auch so sein? So, ja, abonniert mich alle, Alter, los, abonniert mich, so, also abonnentengeil zu sein. So wie Mr. Tutorial. Nein, nein, danke. Oder, nee, wie ist er? Herr Tutorial ist er, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe nicht abonniert. Ja, liegt jetzt zu Ende. Was will ich dann? Mal gucken, ist das zu laut? Remake. Pollyanna. Nein, müsste gehen. Ich glaube, ihr hört sowieso nichts. Mal sehen, wie laut das dann ist. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das Video schon geht. Ich denke mal, es geht nicht über 10 Minuten. Ich hoffe es nicht, sonst muss ich es nochmal machen. Ja, und dann habe ich mir selbst überlegt, will ich auch so ein abonnentengeile Sau sein da oder sowas? Ich dachte mir, nee, machst du es so hobbymäßig, deine Abonnenten gehen dir so relativ an Arsch vorbei. Ist auch heute noch so, also ist nicht, dass ihr mir egal seid oder sowas. Ich find's toll, dass irgendwem das gefällt, sonst hätte ich wahrscheinlich schon längst aufgehört. Aber ich mach das hier für mich, das ist mein Projekt und da will ich nicht, dass irgendjemand mehr zu sagen hat als ich. Also ich bin so große Gott so oben. Stell dich vor, ich bin da oben Gott bei meinem Kanal. Und ihr seid da unten so und könnt so ein bisschen mitbestimmen, was ich gerne haben möchte. Aber natürlich, ihr seid super, ich liebe euch, ich will euch alle knuddeln und sowas. Aber naja, ich habe das so dann durchgezogen. Ich habe damals dann auf meinem alten Kanal hatte ich, was hatte ich, Posted 2. Ist so ein Deutschland initiiertes Spiel, wer es von euch kennt, ist toll. Portal hatte ich gemacht und dann noch Conker's Bad Fur Day. Da muss ich in einem Special cutten, das gibt's doch nicht. Musik wieder an. Ja, hat's ja glaube ich eh nicht, so wie ich das eben gehört hatte. Ja. Und wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich habe die drei Dinge Let's Play gehabt, aber es war, weil ich halt keine Ahnung hatte und ich gerade neu war und sowas und auch keine Ahnung von dieser ganzen Technik und sowas. Waren die relativ qualitativ scheiße, noch schlechter als meine jetzt. Und meine sind schon irgendwie schlecht. Und ja, also die waren recht schlecht und damit war ich nicht zufrieden. Da dachte ich mir, willst du jetzt den Kanal weitermachen mit den schlechten Videos, die du da hattest? Oder machst du nochmal alles neu, kompletter Reboot? Ja, auf meinem alten Kanal hatte ich schon mit Bogtail angefangen, ganz kurz. Und ich glaube, da hatte ich drei Teile oder sowas von. Und die Musik ist wieder aus. Nichts gelernt, das ist nicht gut zum im Hintergrund hören. Affenjungs. So. Ich denke mal, ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, also mache ich nochmal komplett neuen Kanal mit einem. Und irgendeinen Abonnenten hatte ich, glaube ich, noch mitgeholt. Hier, Green Venom hatte mich damals abonniert auf meinem alten Kanal. Der war so der Einzige, der meine Videos geguckt hat, so richtig. Weil davor habe ich was anderes gemacht und naja, darauf, das würde ich jetzt nicht nochmal ansprechen, was ich da gemacht habe. Und, oh mein Gott. Aus. Egal, ich habe dann alle Videos nochmal neu gemacht mit Bogtail und jetzt bin ich hier. Das war's eigentlich auch. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht den Ende Special machen. WoW ist toll. Ich hab's damals gespielt. Und jetzt hier, Camtasia. Guck mal hier, das ist der Part, den ich gerade gemacht hatte. Egal. Ich muss Twitter ausmachen. Guck mal da, Cardi. Ich hab Cardi gefollowt. Und Bloody Four Rose. Und wen hab ich noch gefollowt? DJ. Evil Pie, Cutie Pie, mich selbst habe ich gefollowt. Nein. Was? Wie viel habe ich getwittert gestern? Oh mein Gott. Cutie Pie, Evil Pie, Chaosmacherin, Apple Shan ist toll. Wen habe ich noch? Quink. So, das war's, glaube ich auch. Egal, mein Special ist zu Ende. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und man sieht sich in den anderen Videos. Und ja, wer sich überhaupt anguckt, mal gucken, wie viele haben meine letzten. Bogtail und Lunar Knights haben 2 und 3 Aufrufe und die anderen haben so 9, 8 bei 23 Abonnenten. Ja, haltet euch ran, ja, ich will 23 Aufrufe sehen bei jedem Video. Nein, wenn ihr es gucken wollt, guckt's, wenn nicht, dann lasst es. Mir egal, ist meine Sache. Ich will nicht, dass von irgendjemand abhängig ist. Wenn ich aufhöre, dann ist es wegen mir, nicht wegen euch. Und ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal. Bis dann.